Ist schon erstaunlich, oder? Diese Wand da hinter mir, die steht dort seit mittlerweile fast 7 Monaten. Das heißt, 7 Monate Lockdown und 7 Monate nahezu ausschließlich trainieren und klettern auf diesen 4 Quadratmetern. Das ist nicht viel, aber sie hat mir wirklich gute Dienste geleistet. Vor allem auch, weil zusammen mit euch in den Livestreams über 400 Bowler entstanden sind. Das ist wirklich nicht langweilig geworden. Nein. Wie das so ist, müssen alle guten Sachen irgendwann mal zu Ende gehen. Es wird einfach Zeit für einen Neuanfang. Also, diese Wand verschwindet nicht, aber ich werde mich heute hinstellen und alle Griffe von der Wand runterholen, reinigen und dann neu anordnen. Und natürlich ist das eine gute Gelegenheit, euch mal zu erklären, nach welchem Prinzip ich das eigentlich mache, denn auch wenn es chaotisch aussieht, dahinter steckt tatsächlich ein System. Und das ist ein System, das nicht ich mir ausgedacht habe, aber das absolut Sinn macht und auch für euch interessant ist, wenn ihr zu Hause eine Heimwand habt, die ihr im Sinne einer Chaoswand, einer Spraywall, wild mit Griffen bestücken wollt. Dieses System, nach dem ich da vorgehe, hilft euch, das meiste aus eurer Wand rauszuholen. Also, gehen wir das Ganze mal an. Tja, jetzt Tag 2 der ganzen Aktion. Ich habe die Griffe gestern alle runtergenommen, gewaschen und ein paar von den alten Holzgriffen nochmal nachbearbeitet, weil mir aufgefallen ist, dass ich die während der Livestreams mir nicht so gut merken kann, weil die Formen recht ähnlich sind. Also habe ich da jetzt noch ein paar davon geschliffen, um ein bisschen mehr optische Abwechslung an der Wand zu haben. Und jetzt geht es daran, das Ganze wieder an die Wand zu bringen. Und der erste Schritt war, die ganzen Griffe mal zu sortieren. Und da haben wir den Haufen mit Zangen, da sind die Sloper, Leisten und Henkel und da drüben meine Tritte. Ja, diese Sortierung mache ich nicht ganz umsonst. Da geht es jetzt darum, die richtigen Griffe schneller an die richtige Stelle an der Wand bringen zu können. Was ihr auch noch seht, direkt hinter mir, da sind schon 2 Leisten an der Wand. Die benutze ich fürs Training, deswegen wurden die als erstes gesetzt. Also die sind für mein Fingertraining, für Deadhangs und solche Sachen. Und um die Wand jetzt zu bestücken, schnappe ich mir nicht einfach ein paar Griffe und klopp die wild an die Wand, sondern gehe mit System vor. Und die Grundidee ist eigentlich ganz einfach. Ich unterteile mir die Wand in gedachte Quadrate, die, sagen wir mal, die Wand dritteln, habe ich dann hier ungefähr eins, hier eins und da wäre eins und dann teilt sich das hier auch nochmal auf in Segmente, die horizontal und vertikal verlaufen. Tja, die Idee ist, dass jetzt in jedem Segment jede Art von Griff wenigstens einmal vertreten ist. Soll heißen, hier oben, dieses erste Segment, braucht eine Leiste, das braucht eine Zange, das braucht einen Sloper und das braucht einen Henkel. Und das ist das Erste, was ich tue, quasi einmal über die ganze Wand verteilt. Tja, dann kann ich mir jetzt einfach zum Beispiel eine Zange nehmen hier und die in dieses Segment reinsetzen. Dann fange ich einfach mit dem hier an. Jetzt suche ich mir einen schönen Punkt. Ich denke, dass sie Sinn macht. Und schraube sie ein. Und da schon den ersten Tipp. Ihr habt es gerade vielleicht gesehen, die Schraube hat ein bisschen gehakt. Deswegen bei neuen Wänden mit Einschlagmuttern unbedingt erstmal mit Hand vordrehen. Bei Flanschmuttern theoretisch auch, denn das kann sein, dass die nicht hundertprozentig plan auf der Wand aufliegen. Das heißt, das Gewinde ist ein bisschen schräg und wenn ihr da jetzt einfach mit einem Schlagschrauber ansetzt, dann kann es sein, dass die Schraube verkantet, euch die Mutter rumzieht, das Loch ist danach kaputt und ihr habt Probleme, den Griff abzubekommen. Deswegen erst mal mit Hand vordrehen, bevor ihr dann wirklich ansetzt. Jetzt habe ich in diesem Segment eine Leiste, eine Zange, ein Henkelchen, einen Sloper und damit alle 4 Grifftypen drin, die ich abdecken möchte. Das heißt nicht, dass das so bleiben muss, aber das Segment ist jetzt erstmal fertig und ich kann zum nächsten gehen, könnte ich jetzt hier weitermachen. Was hier noch fehlt, im Prinzip ist ein Untergriff, der macht aber in so einem oberen Bereich der Wand keinen Sinn. Also Untergriffe würde ich eher vielleicht ein bisschen diesen Bereich, so Unter- und Seitgriffe, würde ich hier reinpacken und im oberen Bereich werden dann eher Griffe sein, die nach oben geöffnet sind oder leicht seitlich gedreht. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, denn ich habe bei vielen Heimwänden mittlerweile gesehen, dass die Griffe alle stur gerade nach oben ausgerichtet sind, also die Grifffläche immer nach oben zeigt. Und das sorgt für eine eher mäßig interessante Kletterei, weil die Griffe immer von unten am besten belastet werden können. Wenn ich allerdings einen Griff habe wie den hier, der nach links geöffnet ist und möchte dann in den dort rüber, der nach rechts geöffnet ist, dann sorgt es dafür, dass ich meinen Körper und meinen Körperschwerpunkt verlagern muss. Ich kann jetzt hier nicht einfach hingehen und mich drunter hängen, sondern ich muss hier erstmal
in die Richtung Druck aufbauen, um ihn nicht zu verlieren. Und wenn ich hier drüben bin, muss ich meinen ganzen Körper nach dort verlagern. Und deswegen unbedingt Griffe nicht einfach nur nach oben, sondern in verschiedene Richtungen öffnen. Jetzt hat das nächste Segment seine Grundbestückung und jetzt komme ich mal langsam zu einem etwas größeren Griff und damit auch schon zum nächsten Thema. Was macht ihr mit großen Griffen? Also ich meine, ich habe jetzt keine riesengroßen, aber diese Slowbows sind jetzt auch keine Winzlinge mehr. Und da muss man auch drüber nachdenken, wo man die setzt. Da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Einerseits finde ich es bei großen Griffen nicht ganz so klug, die irgendwo wirklich mittig in die Wand zu packen. Weil es ja sein kann, gerade wenn sie noch ein bisschen größer sind als der hier, dass sie einen in den Weg kommen. Wenn man zum Beispiel irgendwo dynamisch hochziehen will, muss nah an der Wand bleiben, weiter Zug, bleibst du mit der Hand hängen. Ist super unangenehm oder mit dem Ellenbogen, tut einfach weh. Und es gibt noch ein anderes Problem. Wenn ich so einen Griff zum Beispiel hier hinsetzen würde, diesen großen Slowbow, der würde dafür sorgen, dass ich die Leiste, die drüber ist, kaum gut belasten kann, weil ich immer wieder mit der Hand auf dem Griff aufliege. Das möchte ich nicht. Deswegen muss ich bei solchen Griffen mir überlegen, wo packe ich die hin? Idealerweise vielleicht irgendwo ein bisschen weiter außen und dann immer über die kleinen Griffe. Also niemals einen kleinen Griff, der nicht sehr exponiert ist, über einen exponierten Griff schrauben. Sonst kann man den eigentlich vergessen. Tja, an der Ecke fehlt jetzt eine Leiste und da kommt dann auch direkt der nächste Punkt. Ich habe jetzt zum Beispiel die Wahl, diesen grauen hier zu nehmen oder diesen Holzgriff oder ich könnte auch eine lila eine Leiste nehmen. Verschiedene Farben zur Auswahl. Jetzt kann ich aber schauen, was habe ich denn in dem Nachbarsegment, was habe ich denn in dem Bereich schon? Also wenn ich jetzt die lila neben den lilanen Griff hier packe, dann könnte ich damit später Schwierigkeiten haben, das auseinanderzuhalten. Genau dasselbe mit dem grauen. Das, ja, ich meine gut, die haben ein sehr unterschiedliches Shape, aber im Grunde selbes Problem. Und bei Holz wäre es jetzt auch so, wenn ich den jetzt nah da dran packe an diese Leiste fürs Grifftraining, dann kann ich das vielleicht nicht so gut auseinanderhalten. Und das ist ja gerade in meinen Livestreams eine wichtige Sache, dass ich mir schnell merken kann, welche Griffe ich brauche, was nicht immer klappt. Auch deshalb, weil die sich teilweise sehr ähnlich sehen. Deswegen, auch darauf könnt ihr achten, wenn ihr verschiedenfarbige Griffe habt, dann setzt die doch so, dass das alles bunt gemischt ist. Dass ihr relativ schnell sehen könnt, alleine wenn ihr auf euer Bild guckt, wo ihr die Definition gespeichert habt oder wie auch immer, dass ihr einfach schauen könnt, ach, das ist der gelbe da oben oder das ist der lila dort oben und nicht, welcher von den drei lilanen ist das denn jetzt eigentlich. Auch sowas kann man achten, macht einem später das Leben leichter. Ich werde mich dann jetzt wohl für eine Holzleiste entscheiden. Diese Holzleiste kann ich auf jeden Fall von dem Slowbow unterscheiden. Ich bin jetzt ein paar Griffe weitergekommen und auf das nächste Problem gestoßen, auf das ihr vielleicht achten möchtet, nämlich dass bei manchen Griffarten und Griffformen sich die eigentliche Griffart darüber entscheidet, wie der Griff gedreht ist. Wenn ich zum Beispiel diesen zangenartigen Griff komplett horizontal in die Wand schraube, dann wird es zum Slope oder zu einer Leiste. Da ich aber an der Stelle eine Zange möchte, muss ich das Ganze ein bisschen drehen, damit ich mich wirklich zwinge, ihn am Ende als Zange zu halten mit vollem Daumeneinsatz. Auch darauf könnt ihr achten. Und weil ich jetzt langsam im unteren Teil der Wand ankomme, wird es auch aus anderen Gründen spannend, denn jetzt kommt im Prinzip eine andere Griffart dazu, nämlich der Seitgriff und wenn ich noch tiefer komme, auch der untere Griff. Seitgriffe kann ich auch im oberen Bereich schon benutzen, das habe ich ja hier gleich als erstes gemacht, der ist ja schon seitlich geöffnet. Jetzt kann ich aber auch Seitgriffe nehmen, die wirklich komplett zur Seite offen sind. Also ich könnte jetzt zum Beispiel so einen Henkel hier, eine gute Leiste nehmen und die so öffnen. Und das wird es mir erlauben, Überfallzüge zu machen oder Züge zu machen, bei denen ich aus einem weiten Zug nach rechts außen mache. Die sind super wichtig und das gleiche gilt für Untergriffe. Die machen natürlich hier oben überhaupt keinen Sinn, aber hier unten zum Beispiel für den Start, da kann so ein Untergriff schon mal richtig gut sein. Auch daran denken, Untergriffe, Seitgriffe, das sollte man an einer guten Spraywall auf jeden Fall haben. Ich werde jetzt die restlichen Segmente noch bestücken. Ihr seht schon, es wird langsam voll. Und wenn ich das dann erreicht habe und überall meine 4-5 Griffe drin habe in jedem einzelnen Segment,
dann heißt das nicht, dass es vorbei ist, sondern dann nehme ich einfach nur die restlichen Griffe und verteile die so ein bisschen random. Einfach schaue, welche Orientierung fehlt mir da vielleicht noch von dem Griff und dann packe ich das so rein, dass alles sich schön verteilt, dass ich dann viele Auswahlmöglichkeiten habe. Tja, dann sehen wir uns wieder, sobald ich das geschafft habe. Bis gleich. Puh, okay, so, jetzt tut mir ein kleines bisschen die Schulter weh, weil ich wirklich jeden einzelnen Griff und Tritt mit der Hand angezogen habe. Aber ich würde sagen, das ganze Ding ist fertig. Ein paar Griffe sind noch übrig, die liegen da unten, das ist aber nicht schlimm. Wenn sich irgendwo noch eine Lücke ergibt, wo man merkt, da fehlt noch was, kann man das nachträglich setzen. Das letzte, was ich jetzt gemacht habe, waren die Tritte. Und bei denen bin ich genauso vorgegangen, oder fast genauso vorgegangen wie bei der restlichen Wand. Es geht erstmal vor allem darum, dass die Farben sich möglichst unterscheiden, dass ich nicht gleichfarbige mehrere nebeneinander habe. Ich meine, das habe ich jetzt hier bei Grau, aber das ist noch relativ einfach zu merken, weil die unterschiedliche Höhen haben. Ansonsten habe ich jetzt ein symmetrisch angeordnetes Raster gewählt. Das bricht nur in der Mitte ein bisschen auseinander. Vorher waren die Tritte eher wahllos an der Wand verteilt. Das hat gut funktioniert. Ich hoffe, dass das jetzt auch gut funktioniert. Wenn nicht, kann ich es immer noch ändern. Das Letzte, was jetzt noch bleibt, ist das Ganze mit einem Foto festzuhalten und eine App hochzuladen, in der ich dann später meine definierten Border speichere. Da gibt es einige Anbieter am Markt dafür. Ich persönlich nutze Retroflash, weil man dort kostenlos Heimwände einstellen kann. Und das ja, bis jetzt sehr gut für mich funktioniert hat. Vor allem auch in den Livestreams, weil es möglich ist, dass auch andere Nutzer auf die Wand zugreifen, wenn man sie öffentlich macht und einem dort Border definieren, was eine ganz schöne Sache ist an sich. Okay, das wären dann meine Gedanken zum Thema Wand-Setup einer Chaoswand. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche, Kommentare, sonst irgendwas habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentarspalte. Ansonsten, liebe Eigenwandbesitzer und Eigenwandplaner, mir bleibt am Ende nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Viel Spaß beim Klettern, beim Bouldern an der eigenen Heimwand und natürlich wie immer maximalen Grip.